Die belarussische Hauptstadt Minsk diesen Sonntag. Über 100.000 Menschen sind trotz Warnungen der Regierung auf die Straße gegangen, um erneut gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Manche Quellen sprechen von 200.000 Teilnehmern. Auch in anderen Städten des Landes gab es Demonstrationen. Die Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich. Es gibt keine Berichte über Festnahmen. Die Lügen und die Gewalt, die in unserem Land herrschen, erschrecken mich. Ich habe 3 Kinder und 3 Enkel. Ich will, dass sie in einem freien Land leben, in dem sie ihre Meinung frei äußern können und eine aussichtsreiche Zukunft haben. Solidarität für die Proteste in Belarus kam unter anderem aus dem Nachbarland Litauen. Rund 50.000 Menschen bildeten hier eine etwa 30 Kilometer lange Kette von der Hauptstadt Vilnius zum Grenzort Medininkai. Mit dabei auch der litauische Präsident Gitanas Nausėda. Lukaschenko selbst zeigt bisher kein Entgegenkommen. Am Sonntag besuchte er Truppen in Grodno. Er versetzte die Streitkräfte in volle Gefechtsbereitschaft und er warf Litauen und Polen vor, die Proteste im Land anzustacheln. Außerdem dankte er den Sicherheitskräften. Die Demonstranten bezeichnete er als Ratten. Später ließ er sich bewaffnet und in schusssicherer Weste in seinen Palast in Minsk bringen. Das Staatsfernsehen zeigte, wie Lukaschenko mit einer Kalaschnikow-Maschinenpistole in der Hand in schwarzer Montur den Hubschrauber verließ und zum Palast ging. Oppositionsnahe Quellen im Nachrichtenkanal Telegram hoben hervor, dass in der Waffe kein Magazin gewesen sei.